natürlich, ja, du hast einen weltlichen Beruf, das wissen wir, ja. Du bist Zahnarzthelferin. Das ist ja nun mal eine ganz andere Richtung irgendwo. Aber als du jetzt angefangen hast mit dieser spirituellen Arbeit, was haben deine Kinder dazu gesagt? Ah, meine Tochter. Deine Tochter Emily. Die ist letztendlich irgendwo damit groß geworden. Also das ist ja nicht von heute auf morgen passiert, dass ich bin jetzt spirituell. Ne? Ja. Sondern das hat sich durch Krankheiten, durch Krisen letztendlich irgendwo in das Leben geschlichen. Und wenn du dich dann immer mehr damit beschäftigst, dann wird das auch immer mehr oder fließt immer mehr in den Alltag rein und es wird zur Normalität. Jetzt hast du gesagt, du hast Kinder daheim und hast auch ein Kindergartenkind. Ja. Wie ist das so mit den anderen Eltern? Ich meine, du bist ja nun auch TV-bekannt, man kennt dich, ja. Sprechen die dich darauf an oder eher nicht? Oder gibt es da Menschen, die dich eher meiden? Also kann ich auch wieder nur das bestätigen von ihm. Es ist so und so. Ich habe also viele, die auf mich zukommen, ja, und auch wirklich sagen, Mensch, kannst du mal schauen. Und die wissen halt auch, dass ich als Medium aktiv bin und mich auch da hineinfühlen kann. Was ist vielleicht mit dem Kind? Warum weint es die ganze Zeit, das Baby? Oder warum kann es nicht durchschlafen? Und da habe ich also auch ganz, ganz tolle Erfolgserlebnisse schon gehabt, weil ich mich da einfach hineinfühlen kann und dann natürlich auch als Mutter von vier Kindern auch über viel Erfahrung verfüge. Und dann gibt es natürlich welche, die machen einen riesen Bogen um mich. Ja, ja, natürlich. Also für die ist das also immer noch irgendwie ein rotes Tuch und das wird dann so mit Hexerei und weiß ich was belegt. Und das, das sehe ich dann auch schon in den Blicken. Glaube ich einfach, es ist wichtig, wie man den Begriff für sich selber, also Spiritualität, für sich selber definiert. Ja. Na, was ist für dich Spiritualität? Für mich ist das einfach eine ganz feinstoffliche Energie, eine gewisse Sensitivität und es ist ja auch eine Differenzierung zur Esoterik. Esoterik ist ja wirklich diese Geheimwissenschaft. Ja? Spiritualität meint ja wirklich eher den Spirit, meint ja wirklich eher energetische Vorgänge. Und so, also ich persönlich empfinde das halt auch so. Und ich kenne es ja nun auch von mir als Kind, da saßen die ganzen Tanten und Onkels am Tisch und haben da die Karten irgendwie gelegt. Ich fand es super, so habe ich die Karten kennengelernt. Für mich war es wirklich mein erstes Bilderbuch zum einen. Zum anderen haben die Karten waren sicherlich mit meinem Onkel wieder witzigerweise dafür verantwortlich, dass ich sehr, sehr früh lesen konnte, weil ich mich unbedingt mit der Thematik befassen wollte. Und das habe ich auch tatsächlich jetzt. Ich bin jetzt 38 Jahre und ich kann wirklich behaupten, dass ich mich seit 33 Jahren intensiv mit Karten beschäftige, mit der Thematik. Und auch als wir gesprochen hatten, und du hast ja ein unwahrscheinlich umfangreiches Wissen, ja, du kennst dich aus mit Channeln, du kannst Energiearbeit, Tierkommunikation, da habe ich ja direkt gesagt, sowas kann ich alles gar nicht. Ich kann wirklich nur Karten, ich kenne mich noch nicht mal aus mit Astrologie. Wie ist es mit deinen Kindern? Interessieren die, ich meine, deine Kinder sind jetzt auch schon erwachsen, interessieren die sich auch für die Thematik? Also grundsätzlich nicht so in dem Maße wie ich, aber es gibt zum Beispiel Fähigkeiten, die sich weiter vererben. Man sieht es jetzt ganz deutlich. Also ich war da immer selbst ein bisschen zwiespältig. Ich habe immer gedacht, also bei mir ist es ja nicht angeboren, sondern ich habe es einfach erlernt, weil Oma, so wie du, Karten immer auf dem Tisch, ne, ganz normal. Und an meinen Kindern, bis auf eine, die hat vielleicht spirituelle Fähigkeiten, die würde die aber nicht anwenden, außer für sich selbst. Ne? Aber nicht so zum Beispiel wie Mama jetzt in der Beratung, das wird sie nicht tun. Aber ich sehe zum Beispiel, dass eine meiner Enkeltöchter wahnsinnige Begabungen hat. Kein Indigo-Kind oder sonst irgendwas. Also die hat mir ein paar Mal zugehört oder zugesehen, wenn ich Karten gelegt habe. Und also es ist wirklich, könnte ja jetzt hier einfach erzählen, so drauf los. Aber es ist tatsächlich so, dass sie Fähigkeiten hat, wo ich echt so sitze und denke, das gibt's doch gar nicht. Die setzt sich mit zu mir ans Kartenbild und sagt, hör mal Omi, das und das ist doch das und das bedeutet doch genau in dieser Kombination auch, dass sie den Mann gar nicht wiederkriegt. Und ich war platt. Also es war nicht nur witzig, die Szenen. Sie ist 10 und da habe ich gesehen, dass sie schon so ein Fabel dafür hat. Ja, sie hat einfach auch dieses, was wir brauchen, diese Sensibilität dafür, weißt du, und die ist einfach noch ursprünglich da. Das ist so schön.
schön. Also zu das sehen. Ist zum Beispiel, was ich auch denke, dass jetzt haben wir gerade von angeboren und erworben eigentlich gesprochen, dass ich persönlich halt schon die Meinung auch habe, die Spiritualität oder die Sensibilität, diese ja, Sensibilität bringt eigentlich jeder mit. Ich glaube eigentlich eher, dass wir das sind, die wir immer wieder versuchen, unsere Kinder auch in Schubladen zu zwängen. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ist ja wirklich so in der Schule, hier ist ein Schubladendenken oftmals. Setz dich hin und sei ruhig. Und deshalb gibt es ja auch diese tollen Schulformen wie Waldorfschule zum Beispiel, die versucht mehr auf die Individualität eines Kindes einzugehen. Und diese Kinder haben auch Probleme. Jedes dritte Kind hat angeblich ADS oder ADHS. Ja, und warum? Nur weil es uns einfach mal nicht in den Kram passt, dass dieses Wesen sich bewegt. Ja. Jetzt hast du eben ganz zustimmend mit dem Kopf genickt, als Vera dann sagte, ja, mit dem Kind und mit dem Kartenbild deuten. Deine Tochter im offenen Umgang auch mit der Materie Energiearbeit? Also sie hat die Fähigkeiten, sie nutzt sie noch nicht. Okay. Die Fähigkeiten sind da und dadurch, dass wir das ja offen leben, hat sie natürlich die Möglichkeit, das relativ früh auch schon damit zu arbeiten, ja. Also das auch weiterzugeben. Darf ich fragen kurz, wie alt ist sie? 16. Oh, ja, sehr schön. Und sie war, das hat mich auch immer wieder so erstaunt, sie war in Amerika für 10 Monate und wenn wir dann telefoniert hatten und ich persönlich hatte ein Problem und dann, oder ist es irgendetwas passiert bei mir, dann habe ich von der einen Spruch gekriegt, ja Mama, das ist doch weil das und das und das und da musst du mal hingucken. Ja, klar. Ja. Ne? Also ja. Da schlummert etwas. Und ich denke, wenn man das so von zu Hause aus ein bisschen fördert, also in dem Maße, wie sie es letztendlich auch wünscht, also nicht irgendwie du musst oder du sollst, aber so wie sie fördert dann auch, dass man ihr dann auch wirklich die Gelegenheit gibt, es eventuell mal zu nutzen für sich oder für andere oder für wen auch immer. Naja, es ist ja auch so, also ich denke zumindest, dass so ist, dass man immer mit dem konfrontiert wird, was einen auch interessiert. Bei mir kann ich zum Beispiel, wie gesagt, 35 Jahre extremste Arbeit damit, kann ich zum Beispiel feststellen, dass es Themen gibt, mit denen ich mich nie auseinandergesetzt habe.